Alltag zu gestalten. Eigentlich soll es am Beginn des Unterwegsseins heute sein. Und zu dem Thema habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Liebe Wetterfeste, Festgäste, geschätzte Ehrengäste, ich darf Sie nun heute im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Strelitzky am Festgelände der Firma Langenbauer recht herzlich begrüßen. An der Spitze unserer Ehrengäste darf ich den Präsidenten des österreichischen Bauernbunds, Nationalrat Jakob Bauer, recht herzlich begrüßen. Soweit darf ich begrüßen die Obfrau der Gruppenwasserversorgung, Frau Bürgermeister Katharina Seebacher. Als örtlicher Hausperson ist unser Altbürgermeister, Direktor Franz Gruppen, unser Verbandstadt von Freimund und ich darf genau recht herzlich begrüßen. Weiters darf ich recht herzlich begrüßen unsere Bezirksvorsitzende von der Klinik. Weiters begrüßen darf ich den Lösungsmann Kameraden Walter Lehrer. Ich herzlich begrüßen darf, wir haben unseren Vizebürgermeister in der Gemeinde Bremer. Ich möchte im Namen der Ortsgemeinschaft ganz herzlich zum ersten Parteien Hochpreis begrüßen. Kommen wir bei den Geschichten, die sind das gestorben ist, und dabei Roland Wagner eigentlich gelegt, der uns ein mögliches Pro-Konzept und Idee von einem eigenen Hochhaus unterbreiten. Nach eigentlicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die Idee zu überarbeiten und in die Tat umzusetzen. Mit der Zeit reichte viele gute Einfälle in unseren Köpfen. Und immer mehr Partner konnten diese Idee gewonnen werden und diese machen. Ein herzliches Grüßwort auch von meiner Seite. Ich darf da jetzt fortfahren. Wir haben uns dann überlegt, was wir mit der Veranstaltung eigentlich übermitteln wollen und vermitteln wollen. Uns Bäuerinnen und Bauern ist es ganz, ganz wichtig, mit dieser Veranstaltung ein bisschen realistischeres Bild der Landwirtschaft zu vermitteln. Und gerne von sprechenden Jackelchen und lieber Kühen, die uns die Medien nur zu gern suggerieren, ein bisschen die Wirklichkeit darzustellen. Wichtig ist uns auch, unseren Kindern wieder ein bisschen mehr Bezug zu unseren Lebensmitteln zu geben. Daher auch die Kinderrechnerallee, die unseren Kindern Wissenswertes zum Thema Lebensmittel und Landwirtschaft vermitteln soll. Als nächstes, der Wiener Stadtnomen ist erklären und vor allem will ich mich in diesem Rahmen gleich bedanken bei den Höfe, die uns auf die Möglichkeit überhaupt geben, einschauen zu lassen, dass die Konsumenten das Gefühl einfach vor Augen haben, wie wir zurzeit produzieren. Geschätzte Ehrengäste an der Spitze, Präsident Jakob, liebe Damen und Herren, liebe Wartbergerinnen und Wartberger. Der Bürgermeister von Wartberg kann stolz sein auf Wartberg, auf seine Vereine. Über 40 aktive Vereine, Institutionen und Körperschaften hat Wartberg. Heute sind ganz besonders aktiv die Feuerwehr Strinzing und die Ortsmannschaft Wartberg. Ein tolles Fest dieses Wochenende. Gestern bereits das Strinzinger Bierzelt. Das Zelt war voll bis zum letzten Platz gefüllt. Auch der Bürgermeister hat aktiv mitgewirkt in der Seilbar. Wir haben wirklich sehr viel Bier verkauft. Natürlich sind wir froh, auch der Bürgermeister, wenn die Feuerwehr einiges verdient. Wir wissen ja, es steht ein Neubau an vom Feuerwehrhaus und das ist gut, wenn die Feuerwehr auch selber genügend Geld hat, damit sich auch die Gemeinde und der Bürgermeister beim Neubau etwas sparen könnte. Lieber Roland, ich darf dir gratulieren zu dieser tollen Veranstaltung gestern mit den Members, mit dem Bierzelt. Und heute, die Ortsmannschaft Wartberg, eben die erste Wartberger Hofwars, die Ortsbäuerin
und der Ortsbahnhofmann haben da bereits erläutert, die Stationen. Wir freuen uns, dass wir einen Einblick sehen in Zukunft, wie es in der Landwirtschaft ist. Diese vier Stationen wurden ja bereits erläutert und es ist uns ganz besonders wichtig bei dieser Veranstaltung, wie auch als KAM-Obmann, weil eben wir den Konsument Einblick geben sollen, wie es in der Landwirtschaft heute produziert wird, wie die Lebensmittel erzeugt wird, die Zusammenhänge, Lebensmittelproduktion, Landschaftserhaltung. Da kriegen wir heute wohl einen Einblick. Liebe Ortsbäuerin Kraxberg Gudrun und lieber Ortsbahnhofmann Franz Zeilinger, darf ich für diese Veranstaltung besonders gratulieren und alle einladen, eben hier mitzugehen. Und ersuche dich, lieber Präsident Jakob, dich auch in Zukunft für den ländlichen Raum einzusetzen. Wir brauchen die Unterstützung, weil der ländliche Raum ist auch die Lebensader für die Zukunft, wo es sehr viele Arbeitsplätze gibt. Zukunft, alles Gute und für die heutige Veranstaltung einen guten Verlauf. Gäste, Hochbürger, Herr Brabant, der Spitzenleber, Franz Kauhofer, Frau Kollegin Seebacher, der Altbürgermeister oder Bürgermeister zur besonderen Verwendung, Franz Kopf, gesetzte Bezirksbürgerin, liebe Kurzbäuerinnen und Kurzbäuerinnen, dem Feuerwehrkameraden, der sich gerne auf den Weg herzlich gratulieren. Wenn man als Feuerwehrsprezent beim Landeswettbewerb Zweiter wird, ist das eine Sensation, eine tolle Mannschaft, einen tollen Kameraden zu führen. Ich kann da wirklich nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich freue mich auch, dass ich also die Familie Gernibauer sehe, die mir schon ein paar Mal lieb und teuer war. Aber ein toller Betrieb, kann man so stolz sein drauf, sieht man. Ich gratuliere zu diesem Miteinander-Pare, zu diesem Miteinander der Vereine in dieser Gemeinde, wenn ich höre, wie viele Vereine es gibt, aber ganz besonders zur heutigen Veranstaltung, zu diesem Miteinander Bauernschaft und Feuer. Tatsache ist nämlich, dass die Bäuerinnen und der Bauer dieses Land bewirtschaften, die Produkte produzieren, daher allen Bäuerinnen und Bauern ein besonderes Danke für die Leistungen. Wir können sicher sein, wir werden alles tun, um die Herausforderungen der zukünftigen Jahre zu bewältigen. Ich gratuliere noch einmal dem Bürgermeister Franz Kauhofer und möchte auch bei dieser Gelegenheit die Chance haben, ihm zu danken für seine Arbeit als Kammeroberin des Bezirkes. Gratuliere dir zu deiner Gemeinde. Du kannst stolz sein. Deine Gemeinde kann auf dich stolz sein. In dem Sinne, einen schönen Sonntagnachmittag, wie man sehen, kommt tatsächlich die Sonne, aber nicht bei mir, sondern in der hübschen Frau gerade draußen. Wir sind nun am ersten Standort der neu erbauten Gruppenwasserversorgung Kremstal angekommen. Wir befinden uns am höchsten Punkt von Werbberg und haben einen herrlichen Panoramablick ins Kremstal. Frau Bürgermeister Seebacher, Sie als Obfrau der Gruppenwasserversorgung Kremstal können uns sicher ein paar Zahlen und Fakten zum neu erbauten Wasserbassin. Ja, der Hochbehälter 1 hier ist unser zentraler Hochbehälter. Der bestehende hat ein Fassungsvermögen von 1100 Kubikmeter Wasser. Der neue bekommt ein Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Also insgesamt werden wir auf 4000 Kubikmeter Wasser kommen. Das Projekt kostet ca. 2 Millionen Euro. Wir haben im Juli 2013 damit begonnen und hoffen, dass wir es bis 2015 fertigstellen können. Wasser ist ein wichtiges Lebensmittel und auch für uns Landwirte sehr wichtig. Wie stehen Sie zum Wasserausverkauf in anderen Ländern? Ja, Wasser ist natürlich ein essentielles Versorgungsmittel für die Bevölkerung. Wie es in anderen Ländern gehandhabt wird, das kann ich leider nicht sagen. Bei uns in Österreich ist, glaube ich, sind wir vom Ausverkauf des Wassers nicht bedroht, weil wir das nicht zentral organisieren, sondern weil es über Wassergenossenschaften, über Verbände und durch die Gemeinden organisiert ist und da kann kein Ausverkauf des Wassers stattfinden. Gehen wir davon aus und hoffen wir, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Herr Geschäftsführer Grottendörfer, ich darf Sie herzlich begrüßen und Ihnen eine Frage stellen. Die Nitratwerte im Wasser sind ja nicht überall gleich. Es wird der Landwirtschaft teilweise vorgeworfen, für sehr hohe Nitratwerte verantwortlich zu sein. Wie sieht das hier an Ihrem Standort aus, wo wir uns doch in einem sehr intensiven landwirtschaftlichen Gebiet befinden, hier im Kremstal? Ja, als Geschäftsführer der Gruppenwasserversorgung Kremstal bin ich sehr froh, dass wir mit den Nitratwerten keine Probleme haben. Das Wasser, das wir beziehen, teilweise aus dem Teuerwanger Forst bzw. aus der Bettenbacher Rinne, können wir 1:1 dem Konsumenten liefern. Es ist also keinerlei Aufbearbeitung oder dergleichen notwendig?
Es ist Gott sei Dank keine Aufbereitung notwendig und wie gesagt, wir liefern es wie aus der Quelle. Sehr schön, das freut unsere Konsumenten. Dankeschön.